Hallo und herzlich willkommen bei Mission Studieren. Mein Name ist Paula, ich bin 22 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit transnational an der Fachhochschule in Frankfurt. Ich habe mich damals für diesen Studiengang entschieden, weil ich in Nicaragua in meinem Freiwilligendienst, dazu gibt es auch ein Video, das können wir euch unten in der Infobox verlinken, mit einer Mitfreiwilligen gesprochen habe und die hat soziale Arbeit studiert und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht wäre das auch was für mich. Und durch meine ganzen Einsatzstellen, die ich in Nicaragua hatte, die ganzen Erfahrungen, die ich dort machen durfte, die alle in den Bereich soziale Arbeit fielen, habe ich irgendwie gedacht, das könnte was für mich sein und habe mich umgeschaut und hatte das Glück, dass ich in Frankfurt, also quasi bei mir direkt vor der Haustür, einen Studiengang gefunden habe, der echt wie für mich gemacht schien. Vielen von euch stellt sich vielleicht die Frage, was ist überhaupt soziale Arbeit? Viele denken vielleicht an Schulsozialarbeit oder an Jugendamt. Das ist, glaube ich, so das, was einem als erstes in den Kopf kommt. Es gibt aber darüber hinaus auch noch die Arbeit mit Geflüchteten, die Arbeit in Frauenhäusern. Man kann mit Menschen mit Suchterkrankungen arbeiten oder auch in der Haftentlassung. Das heißt, wenn Leute zum Beispiel aus dem Gefängnis kommen, dass man ihnen hilft, wieder sich in die Gesellschaft einzugliedern. Also es geht quasi immer darum, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen. Was bedeutet transnational? Viele Menschen fragen mich, was ist transnational? Warum heißt es nicht international? Ich glaube, ich habe bis jetzt zwei Module gehabt zum Thema transnational, um irgendwie zu verstehen, was das bedeutet. Aber kurz gesagt, das bedeutet, dass man hauptsächlich sich mit Menschen beschäftigt, die nach Deutschland migriert sind, sei das jetzt freiwillig oder unfreiwillig. Und der Schwerpunkt liegt einfach ganz klar bei Migration und Globalisierung. Der Studiengang, der Bachelor, sind 8 Semester. Die ersten 2 Semester sind so Grundstudium, da kriegt man so einen Überblick, was ist wissenschaftliches Arbeiten, was ist überhaupt soziale Arbeit, welche Themen kommen eventuell auf mich zu und so die ersten Vorlesungen auch, die so Richtung Soziologie gehen. Dann ab dem 3. Semester wird vertieft, also quasi dann gibt es ein bisschen spezifischere Seminare und Vorlesungen. Im 4. Semester ist das Auslandssemester, da geht man an eine europäische Partneruniversität für ein Semester zum Studieren. Ich habe das in Amsterdam gemacht und habe dort ein Semester positive Psychologie studiert. War auch sehr schön, kann ich nur sehr empfehlen. Im 5. Semester macht man wieder Vertiefungen und Aufbaumodule. Und im 6. ist dann das erste Praxissemester. Das ist quasi die erste Hälfte vom Anerkennungsjahr, da macht man ein Praktikum hier in Deutschland. Ich mache das gerade zurzeit bei der Diakonie Frankfurt in der Übergangsunterkunft für Geflüchtete. Im 7. Semester, also jetzt im Winter bei mir, darf ich meine Bachelor-Thesis schreiben. Genau. Und im 8. Semester, also wenn ich die Thesis dann abgegeben habe, darf ich dann nochmal für ein Semester ein Praktikum im Ausland machen, was wahrscheinlich dann auch außerhalb von Europa sein wird. Und habe dann, so wie die normal Sozialarbeitsstudierenden, ein Jahr Praxiserfahrung, was aber in meinem Bachelor quasi integriert ist und nicht wie in anderen Studiengängen nach dem Bachelor so ein Anerkennungsjahr. Genau, also gibt 2 Auslandssemester, die auf jeden Fall integriert sind. Für das in Europa kann man Erasmus beantragen. Das ist ganz hilfreich, wenn man auch an die Finanzierung des Studiums denkt natürlich. Das Auslandspraktikum kann man, glaube ich, vom DAAD gefördert bekommen. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, würde ich mich auch nochmal informieren. Ich habe mich mit dem Thema, weil es eben erst bei mir in 2 Semestern ist, noch nicht so auseinandergesetzt. Genau, also 2 Auslandsaufenthalte, 2 Praxissemester und ansonsten ein ganz normales Studium an der Uni. Genau. Was mir an meinem Studium besonders gut gefällt oder beziehungsweise gefallen hat, bevor Online-Uni losging mit der Pandemie, ist die Atmosphäre in der Uni selbst. Also wenn man zur Vorlesung geht, und dann irgendwie mit den Leuten in die Mensa geht oder Menschen im Café trifft und einfach nach der Vorlesung noch abends bis in die Puppen irgendwie im Café bleibt und irgendwie ein Bier trinkt zusammen und nette Leute trifft. Das ist einfach unglaublich schön, weil diese Sozialarbeitsfakultät sind einfach unglaublich diverse Menschen und unglaublich offene Menschen. Man kann super schöne Konversationen haben. Der Studiengang Soziale Arbeit transnational ist auch immer unglaublich klein. Es gibt auch einen NC dafür, der ist natürlich jedes Jahr anders. Aber der Studiengang ist sehr klein. Ich glaube, in meiner Kohorte sind 14 Leute. Also es ist wirklich super familiär und wir sind alle wie so eine kleine Familie. Und es gibt keine Grüppchenbildung, also zumindest bei mir in der Kohorte nicht.
Und es ist total schön, einfach in so einem kleinen, vertrauten Kreis irgendwie sein Studium zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen hoch, stellt eure Fragen in die Kommentare und abonniert den Kanal Mission Studieren. Ciao, ciao!